Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension auf meinem Kanal The Blue Siren. Heute möchte ich euch ein neues Buch vorstellen und zwar Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal Teil 1 von Robert McCammon. Ich habe das E-Book als Rezensionsexemplar vom Lucifer Verlag über Netgalley bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, in Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal Teil 1 geht es um Matthew Corbett, unseren namensgebenden Held, und den Richter Woodward. Und Matthew ist praktisch der Gerichtsdiener von Richter Woodward und die beiden reisen ins Städtchen Fount Royal, um dort einen Hexenprozess zu leiten. Dazu muss man wissen, dass das Ganze um 1699 spielt. Das heißt, Amerika ist noch nicht komplett besiedelt. Es ist zwar gerade so dabei, aber es gibt auch noch die Spanier und die Engländer kämpfen halt um Land. Es sind noch viele Indianerstämme und es ist noch viel Unerforschtes. Das heißt, Amerika ist noch nicht die Handelsmacht und die Weltmacht, die sie heute ist. Und die Hexenprozesse von Salem fanden statt. Das heißt, das Thema ist noch in aller Munde. Aber natürlich wurde da auch schon ein bisschen kritisch drüber nachgedacht. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so einfach, einfach alle möglichen Leute auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Aber es ist eben trotzdem noch weit verbreitet, dass es Hexen gibt und die Hexen eben Böses tun. Ja, Matthew Corbett ist ein Waisenjunge und ist gleichzeitig praktisch das Büttel vom Richter. Das heißt, sie haben eine schon recht väterlich-söhnliche Beziehung. Wobei Richter Woodward so ein bisschen mehr väterlich ist, als Matthew sich als seinen Sohn sieht. Und die beiden reisen eben in das verschlafene Fount Royal, das seit Wochen und Monaten von einer Hexe terrorisiert werden soll. Und die Schuldige steht schon fest, nämlich Rachel Horvath. Die sitzt auch schon im Kerker und am liebsten würden die Bürger von Fount Royal sie sofort hängen und verbrennen und den Kopf abschlagen. Und ja, einfach, dass das alles aufhört, denn es sind viele Häuser in Flammen aufgegangen. Es gibt sehr viele Misternten, sehr viele Leute sind krank geworden und gestorben. Und außerdem wurde der Reverend und Rachels Ehemann tot aufgefunden. Und dann hat man noch Strohpuppen, die an Voodoo-Puppen erinnern, in ihrem Haus gefunden. Und eigentlich sind sich alle ganz sicher, dass Rachel eine Hexe ist. Und alle möchten eigentlich nur, dass der Richter kommt und sagt, okay, ab mit dem Kopf, die ist verurteilt. Und dass es mit rechten Dingen zugeht, weil Fount Royal noch keinen eigenen Richter hat, da die noch im Aufbau sind. Matthew und Richter Woodward kommen dann im Haus vom Bürgermeister und Gründer von Fount Royal, einem Typen namens Bidwell unter, der eigentlich nur ans Geld und an die Expansion seiner eigenen Kolonie und von Fount Royal denkt und da ein großes Handelscenter draus machen möchte, weil es einen Hafenzugang hat und eben die da Tabak und Mais anbauen können und er möchte, dass das so eine kleine Handelsstadt wird und sehr reich wird. Also er möchte eigentlich reich werden und ist eigentlich genervt. Er glaubt selber nicht so dolle an Hexen. Er möchte eigentlich nur, dass diese Frau möglichst schnell hingerichtet wird, damit Ruhe im Dorf einkehrt, weil natürlich viele Leute aufgrund der Missernten und aufgrund der Todesfälle und aufgrund der Angst eben Fount Royal verlassen und in andere Kolonien ziehen. Und Matthew und Richter Woodward sind eigentlich sehr, ja, gefestigte Leute, aber auf der Reise geht doch ein bisschen was schief und Richter Woodward wird dann auch krank, als er in Fount Royal ankommt und natürlich wird sofort gesagt, das hat die Hexe gemacht und die möchte den Gerichtsprozess aufhalten und ja, Matthew ist sehr neugierig und er stöbert dann so ein bisschen da herum und ist eigentlich dagegen, die Rachel umzubringen, auch weil er sie dann doch kennenlernt und relativ interessant findet und diese Beweise gegen sie verdichten sich aber und auch die Stimmung im Dorf wird immer schlechter, weil immer schlimmere Sachen passieren und es einfach nicht erklärbar ist, wie das Ganze vonstatten geht. Und sogar der Richter und Matthew sind sich dann nicht ganz sicher, ob es hier wirklich mit rechten Dingen zugeht. Und zwar ist Matthew von Rachels Unschuld einigermaßen überzeugt, beziehungsweise er lässt sich einfach nicht von dieser Hysterie anstecken. Und deswegen sucht er natürlich nach Beweisen, um die Rachel zu entlasten. Aber alle anderen im Dorf machen es ihm schwer, weil sie einfach nur wollen, dass die Frau auf dem Scheiterhaufen brennt. Ja, darum geht's in Die Hexe von Fount Royal Teil 1. Warum Teil 1 im Englischen ist, das Buch, glaube ich, Sings the Nightbird oder so, das Says the Nightbird, in einem Teil erschienen, aber es ist ein unfassbarer Schmöker. Deswegen wurde das im Deutschen auf zwei Teile aufgeteilt. Teil 1 und Teil 2 und die haben beide ca. 500 Seiten, sind also richtige Brummer.
Aber das merkt man tatsächlich gar nicht so dolle, wenn man liest. Ich fand zwar den Anfang noch ein bisschen holprig, weil Robert McCammon sehr viel beschreibt. Also er beschreibt die Klamotten und die Häuser und auch das Wetter und die Umgebung sehr ausführlich, was am Anfang so ein bisschen erdrückend ist. Aber man kommt dann irgendwann in den Schreibstil rein und wenn die Geschichte dann mal Fahrt aufnimmt, dann ist es wirklich unfassbar spannend und wir fühlen uns wirklich in diese Zeit des Kolonialismus reinversetzt. Und mich hat es beim Lesen teilweise so geschockt und so wütend gemacht, weil die Charaktere auch super authentisch waren. Also klar hatten wir so ein paar vernünftige Leute, aber man hat einfach gemerkt, diese ganze Stimmung, diese Hexenprozesse und dieser puritanische Glauben ist noch mega in den Leuten verankert. Und als Frau hat man manchmal oder als generell als normaler Mensch denkt man ja heute über die Hexenprozesse so, oh mein Gott, was ist denn das für ein Shit? Weil einerseits sagen sie, ja, wenn sie ihre Hand auf die Bibel legt und das Vaterunser runterbeten kann, dann ist sie keine Hexe, aber dann irgendwann ist es so, ja, selbst wenn sie das kann, sie ist eine Hexe, weil der Teufel kann das dann so machen, dass sie das trotzdem sagen kann. Und das ist ja eigentlich so, du denkst dir so, what? Ganz ehrlich, Leute, das ist wie das Wasserbaden von den Hexen. So, ja, wir tauchen sie ins Wasser, binden Steine an ihre Füße. Wenn sie auftaucht, ist sie eine Hexe und wenn sie stirbt, dann war sie ein Mensch. Tja, Pech gehabt. Und das macht einen einfach so wütend, dass da so Leute sagen, ja, ich habe das und das gesehen. Und ich habe da gesehen, wie sie da mit Monstern Sex hatte und überhaupt. Und keiner hat aber die Tat gesehen. Alle haben nur gesehen, dass sie da irgendwas mit teuflischen Kreaturen gemacht hatte, was eigentlich auch nur Träume sein könnten, wo man heute sagen würde, ey, kommen Sie mal zum Drogentest, was haben Sie denn geraucht? So. Und dass es dann einfach ausreicht, so eine Frau da in den Kerker zu stecken und ihr anzudrohen, dass sie dann verbrannt wird, das ist einfach so unfassbar und es macht einen so unfassbar wütend. Und natürlich sind wir trotzdem als Leser auch unfassbar neugierig, weil wir sehr, weil wir das Ganze immer durch die Perspektive von Matthew und dem Richter sehen. Das heißt, wir kommen genauso ahnungslos wie Deans Dorf und bekommen so immer Informationsstückchen. Es gibt zwar ein paar Dorfbewohner, die auch auf Rachels Seite sind, die das aber natürlich nicht offen äußern, weil es sonst heißt, ja, die hat die Hexe verhext, die müssen mit verbrannt werden und die sind auch vom Teufel berührt und bla. Und wir bekommen immer so Informationsstückchen hingeworfen und wissen ganz lange nicht, okay, was ist jetzt wahr und wem können wir überhaupt da vertrauen? Wer ist überhaupt, wer ist glaubwürdig? Wer hat überhaupt genug Grips, um die Situation ein bisschen zu überreißen? Und wer ist einfach nur da von irgendeiner polemischen Stimmung angesteckt worden? Und ich fand das auch ganz super gemacht, wie das erzählt wurde, weil es wirklich so, man hat so schrittweise herausgefunden und es wurde immer so ein bisschen schlimmer, man hat immer mehr erfahren, was diese Hexe alles angestellt haben, sondern was die Leute alles im Traum gesehen haben, also dass sie da, was weiß ich, von riesigen Trollen und wilden Tieren, mit denen Sex gehabt hatte und bla, was sie alles gemacht haben soll und das ist wirklich schaurig und dann beobachtet Matthew und so, im Dorf gehen lauter komische Dinge vor und man merkt bald, okay, diesem Dorf geht irgendwas vor sich, also irgendwas ist da nicht normal. Man weiß aber nicht, ist es jetzt übernatürlich, ist da wirklich irgendwie der Teufel oder eine Hexe am Werk und man weiß vor allem nicht, wer ist schuld und wer schleicht sich da durch die Straßen, wer zündet Häuser an, weil alle Bewohner irgendwas zu verbergen scheinen. Und das macht das Ganze unfassbar spannend. Also der Anfang war ein bisschen zäh, aber danach bin ich einfach durch die Geschichte durchgeflogen. Diese 500 Seiten habe ich überhaupt nicht gemerkt, weil es so spannend war und weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Es war einfach so, ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann nicht sein. Und ich fühlte mich so betroffen und dachte mir so, Matthew, Matthew, komm schon, wir finden einen Beweis, dass Rachel nicht schuldig ist. Weil Rachel ist einfach so, sie ist eine moderne Frau, sie ist halb Portugiesin und hat eben deswegen ein bisschen dunklere Hautfarbe und die Leute versuchen sie halt irgendwie so richtig fertig zu machen, weil sie einfach nicht wollen, dass sie Teil der Dorfgemeinschaft ist und sie wird praktisch noch schlechter behandelt als die dunkelhäutigen Sklaven, weil sie eben so ein Mix ist, praktisch so ein Halbblut, um es jetzt mal mit Harry Potter zu sagen, und das ist einfach furchtbar schrecklich und gleichzeitig ist sie so stolz und sagt sich so, nein, ich bin keine Hexe und ich werde das auch nicht gestehen, nur dass ihr mir den Kopf abschlagt, ich war es nicht, ich habe meinen Mann nicht getötet, ich habe das nicht gemacht, ihr seid alle nur Spinner und man leidet so mit ihr und man versucht wirklich mit Matthew dann herauszufinden, so warum und wie ist das alles zustande gekommen und wer hat sich da verschworen, gibt es eventuell eine Hexe, die versucht alles auf Rachel zu schieben und man ist einfach, also ich war richtig betroffen von dem Buch und es hat mich einfach so richtig, ja, richtig reingesogen und ich muss auch ganz dringend den zweiten Teil lesen, denn Teil 1 endet natürlich, da wir das Buch gesplittet haben, ungefähr in der Hälfte. Das heißt, wir haben schon einige Sachen aufgedeckt, wir haben schon ein paar Brotkrumen praktisch gefunden, wir konnten ein paar Sachen zuordnen, aber wir wissen immer noch nicht, was eigentlich vor sich geht
Und es droht halt alles darauf hinaus, dass Rachel jetzt auf dem Scheiterhaufen landet, weil das Ganze endet so ungefähr damit, dass noch ein Wanderprediger ins Dorf kommt, der natürlich, hier die Hexe und sie muss verbrannt werden und ihre Knochen und überhaupt. Und du denkst dir so, Gott, wie kann man so einem Menschen zuhören und nicht das Bedürfnis haben, ihn mit einer Axt ins Gesicht zu schlagen? Also das ist wirklich, da sind Leute dabei, wo man sich denkt, so, oh, das kann doch nicht wahr sein. Und das Schlimme ist, so waren die Leute aber teilweise früher drauf. Und ich glaube auch, dass es heute noch Leute gibt, die so drauf wären und die einfach halt, ja, keine Ahnung, das jetzt woanders rauslassen. Oh mein Gott, ihr merkt, ich bin ganz, ganz, bah, so voller Leidenschaft für das Buch, weil es halt wirklich sehr spannend ist. Und ich endlich wissen will, was hier vor sich geht. Ah, also, ja, das Buch hat mich wirklich mitgenommen. Ich muss auch ganz, ganz schnell weiterlesen, weil ich wissen will, was hier vor sich geht. Ich glaube zwar langsam nicht mehr, dass es übernatürlich ist. Das Ganze ist als historischer Thriller bezeichnet. Ich weiß allerdings nicht, ob wir nicht vielleicht doch in irgendeinem Band mal tatsächlich auf was Magisches stoßen werden. Von dem her, da ich nicht viel Negatives zu dem Buch zu sagen habe, bis auf ein paar zu ausschweifende Beschreibungen und ja, den bisschen holprigen Start, wo man auch mit den Namen manchmal durcheinander gekommen ist, weil sehr viel Informationsinput kam, fand ich das Buch wirklich gut. Und ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten Teil. Die Matthew Corbett-Reihe hat im englischen Original schon weitere Bände. Da ist allerdings jeder Band halt in sich abgeschlossen. Und im Deutschen hat man, wie gesagt, hier den Teil 1 und den Teil 2 von Die Hexe von Fount Royal. Und ich war echt überwältigt, wie cool das Buch war. Und es ist voll schön, mit so einem guten Buch ins neue Jahr zu starten. 4,5 Sterne, weil ich echt nicht viel meckern kann und ich kann es jedem ans Herz legen, der düstere, historische Krimi-Thriller mag und will am Ende noch eine kurze Triggerwarnung aussprechen, denn in dem Buch geht es manchmal schon ziemlich brutal zu und ziemlich derb, weil Tiere geschlachtet werden, weil es doch mit diesen Träumen, die die Leute oder was die Leute von der Hexe glauben, so, dass sie halt Sex mit Tieren hatte und mit Monstern, das wird schon relativ deutlich beschrieben, also Sodomie und so, das ist schon nicht ganz so nett und auch am Ende ist eine Szene, wo man sich denkt so, das macht er nicht, oh mein Gott, er hat es gemacht, also zart beseitete Leute sollten das Buch besser nicht lesen oder diese Szenen dann überspringen, aber ansonsten ist es super spannend, es ist mal was ganz Neues, mir gefällt das Setting super gut, mir gefällt Matthew als Charakter gut, mir gefallen generell die Charaktere, auch wenn ich sie hasse, finde ich, dass es gute Charaktere sind und ja, man ist einfach dann, wenn man reingekommen ist in dieses Ganze, in den Schreibstil und in das Setting, dann ist man wirklich gefesselt bis zur letzten Seite. Also 4,5 Sterne, die ich dann auf Goodreads und Lovely Books auf 5 Sterne aufrunde, weil ich wirklich, ja, komplett begeistert bin und wirklich durchgeflogen bin durch diese 500 Seiten. Ja, ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, das Buch zu lesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr schon mal was davon gehört habt und wie ihr es vielleicht fandet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!